Ja, und bevor wir jetzt anfangen, ins Detail zu gehen, klären wir erstmal auf, was die Liberalisierung bedeutet oder bedeuten würde. Momentan dürfen Mittelständler regional nicht im TV werben. Quasi ist verboten. Es gibt da verschiedene Gründe, brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, über die Technologie im HBW-TV, Addressable TV, auch regional zu targeten. Und jetzt kommt es, was für den Mittelstand extrem wichtig wird. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Einzelhändler oder ein Möbelhaus irgendwo in der Region und Ihnen gehen immer mehr Kunden weg, weil einfach jeder online bestellt. Weil Sie nicht alle Möglichkeiten haben, auf Ihr Produkt aufmerksam zu machen. Und das ist das, was wir nicht verstehen. Ja, oft klar denkt natürlich jeder, wir wollen das aus Erlösgründen, was natürlich auch ein Grund ist, für uns ein interessanter Markt. Aber wir müssen auch darauf schauen, dass wir den Mittelstand stärken und ihm die Möglichkeit geben, die TV einfach nur mal hat, nämlich starke Reichweiten schnell aufzubauen und seine Produkte, die er dann einfach in der Tageszeitung weiterhin bewerben wird, auch ins TV zu bringen. Und dafür stehen wir, dafür würde ich mich gerne einsetzen. Wir sind offen, wir laden einfach auch jeden da ein, in den Dialog zu gehen und freuen uns, wenn wir da in Zukunft auch auf einem anderen Niveau arbeiten und somit auch den deutschen Mittelstand gegenüber den großen amerikanischen Online-Händlern stärken können.